Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Heute geht es um einen fetten Lobar Buff. Einen klitzekleinen, könnte man fast sagen, aber wirklich effektiven Watson und Wraith Buff. Alles voraussichtlich zum Start von Season 9. Und es geht um den extrem nervigen Code Error Bug. Das ist quasi die krasseste Variante des Problems, dass sich die Leute nicht erst einloggen können. Nicht das Problem, was die meisten haben, die erstmal den Server wechseln müssen oder ihren Speicherstand löschen, um dann wieder reinzukommen, sondern wirklich die Leute, die extrem massiv von dem Code Error Problem betroffen sind und sich tatsächlich so wirklich nicht einloggen können. Die sollen belohnt werden. Das wurde gepostet. Tatsächlich soll einer der wenigen Spieler, die das extrem hart betrifft, das ist jetzt ein Beispiel. Dieser Post ist schon 2 Tage alt, hat Respawn bestätigt, bekommt zum Beispiel kostenlose Erbstücksplitter und 15.000 Apex Coins. Das ist tatsächlich so echt. Inwieweit Respawn tracken kann, wer davon massivst betroffen ist, kann ich nicht sagen. Zu den anderen Connection-Problemen mit Serverwechseln und so weiter kann ich leider nach wie vor immer noch nicht viel zu sagen. Jetzt kommen wir aber zum Lobar Buff und da habe ich so geile Nachrichten. Aktuell ist Lobar immer noch extrem verbuggt mit dem letzten Patch. 8.1 müsste es gewesen sein mit dem Core-Stick-Event. Sollte der Teleport eigentlich endlich richtig funktionieren. Leider hat das mit dem Patch alles andere als gut für Lobar funktioniert und der Teleport ist immer noch total verbuggt, wenn nicht sogar noch schlimmer. Und genau deswegen hat Respawn gesagt, sie wollen nicht zu viel versprechen, denn jede Implementierung kann bedeuten, dass es trotzdem irgendwelche Bugs sind, die dazukommen und die eine Änderung vielleicht nicht so wirksam machen, wie es eigentlich der Fall sein sollte. Respawn hat weiter gesagt, und das ist der absolute Hammer, wenn der Buff so funktioniert, soll es ein Unterschied bei Lobar wie Tag und Nacht werden. Und da habe ich so Bock drauf. Sie haben zwar noch nicht zu 100% durchblicken lassen, was genau der Buff bewirkt, aber ich kann jetzt schon mal sagen, es geht um die taktische Fähigkeit. Ob noch mehr kommt, wurde nicht geschrieben, aber es soll sich wirklich nur um den Teleport handeln. Und so viel sei schon mal gesagt. Lobar, achso, ich kann ja das auch mal einblenden. Hier hat es, wie gesagt, Apex News auf Twitter selber gepostet. Der Unterschied ist wie Tag und Nacht. Kennt man ja dieses Sprichwort. Und David Klein heißt eigentlich, glaube ich, einer dieser Mitarbeiter, der hat diese neue Änderung, die man ja testweise schon testen kann, logischerweise, der hat das schon 8 Stunden lang gut getestet und er ist sehr überzeugt von dieser Änderung. Und so viel soll schon mal gesagt sein. Man kann sich wohl in der Flugphase des Armreifs ganz normal bewegen. Und das ist genau das, was ich mir von Lobar schon immer wünsche. Und das ist ein Punkt, wo ich mir sage, wenn das funktioniert und auch dieser Teleport nicht mehr verbuggt ist, könnte das ein Main für viele Spieler sein. Ich habe auch schon sehr viele starke Runden mit ihr gehabt. Wenn der Teleport aber nicht funktioniert und du bist gerade im Stress, ist das einfach das allerletzte, was passieren kann. Ob da noch mehr an der taktischen gearbeitet wird, außer nur deine Movement-Geschwindigkeit, weiß ich aktuell nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass der Buff auf die taktische ein bisschen größer ausfällt. Und ich stelle mir das wie folgt vor, dass man tatsächlich vielleicht, das ist wirklich nur meine Vermutung, während der Flugphase seine Waffen benutzen kann, dass du halt so lange ballern kannst und vielleicht so kurz vor der Landung dann eben die Waffe automatisch weggesteckt wird. Und könnte natürlich auch sein, dass wenn wir dann teleportiert werden, dass wir einfach dort auch gleich sofort uns ganz normal schnell bewegen können und vielleicht auch deutlich schneller die Waffe parat haben. Das ist so das, was ich mir zusätzlich noch vorstelle, aber einzig und allein, was wir jetzt schon sagen können, dass wir uns auf jeden Fall standardmäßig schnell bewegen können. Das wäre echt effektiv. Lasst mich in den Kommentaren mal wissen, was ihr von den Änderungen haltet. Jetzt kommen wir zu Wraith und Watson. Habe ich vor ein paar Wochen erst drüber gesprochen. Beim Pathfinder wurde das Low Profile jetzt entfernt und einige Tage noch davor habe ich gesagt, dass es wahrscheinlich alle Legenden, die dieses Low Profile haben, sprich zusätzlich noch Wraith, Watson und Lifeline, es soll bei allen wohl entfernt werden. Bestätigt soll wohl jetzt sein, dass zum Start von Season 9 Watson und Wraith auf jeden Fall schon das Low Profile deaktiviert bekommen und somit ein bisschen mehr Schaden aushalten, bevor sie draufgehen. Und ein letztes habe ich noch,
betrifft Ramport. Und da hat aber Respawn schon gesagt, es wird einen Ramport-Buff geben, denn sie ist aktuell auf dem vorletzten Platz in der Win-Rate und das wollen sie ändern. Sie wollen ihr nochmal einen Buff verpassen. Sie haben aber jetzt schon gesagt, dass das nicht vor Season 10 passiert. Es wird in Season 10 passieren, aber aller Voraussicht nach sogar erst Mitte Season 10, vielleicht in Split 2. Lassen wir uns mal überraschen. Das sind aktuell alle neuesten Informationen, die ich für euch habe. Ich würde mich über jeden Daumen nach oben freuen, aber wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt, das war's von mir. Schönes Wochenende. Haut rein. Ciao.